Hallo und willkommen hier zurück zu Skyrim. Ja, im letzten Part sind wir ja den Drachen entkommen. Hallo Leck. Und ja, diesen Part muss ich nachsynchronisieren. Ja, ist das nicht geil? Ja, ich weiß, das ist ultra geil. Ja, deswegen. Keine Ahnung, was ich mir in diesen Momenten gedacht habe. Ist schon ein bisschen lange her. Jedenfalls gehen wir jetzt anscheinend zu der Mine, die in der Karte da zu sehen ist. Also in der Minimap. Wenn man das Minimap zählen will. Und da ist ein Hund. Hallo Hund. Tschüss Hund. Hallo Hund. Ey, das hast du jetzt nicht gesagt. Was gibt's denn so, Jäger? Oh ja, toll, kaufen, ja, kaufen, ja, bestimmt. Hier, nimm mal ein Salz. Weil nee. Nimm einfach nix. Verpiss dich. Ja, bis zum nächsten Mal. Das trifft's gut. Wahrscheinlich sehen wir uns nie wieder. Aber hey, der Wille zählt. So, jetzt müssen wir uns ja ein bisschen entlangkangeln, damit wir keinen Fallschaden kriegen und elendig verrecken. Schon eine harte Arbeit, ja. Und wir sind unten. Gut. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen an der Kamera unterwegs sein, denn da ist der Wache. Die sieht man jetzt. Da. Hi. Verabschießen. Boom. Ja, perfekt. Da willst du noch ein drittes Mal drauf schießen, aber so stark ist der Gegner nun mal auch nicht. Ja, geile violette Bergblume, Tari. Ja, sehr geil. Ja, geiles Geld. Geld ist Geld und auf zur Mine. Warum ich mir die Holzbretter da angeguckt habe, keine Ahnung. Jedenfalls ist das hier unsere erste Mine. Und ich bin ein sehr starker Zukunfts-Tari, deswegen weiß ich, dass das bisher bei mir auch die einzige Mine ist. Und ja, jetzt schiebe ich den Karren dahin. Warum? Seht ihr das Stolperdraht? Das kann man damit triggern. Ich finde diese Möglichkeit einfach nur göttlich. Und ja, die Fackel, die nehmen wir mit. Denn wir wollen ein bisschen Atmosphäre haben. Ja, das ist ein anderer Holzstapel. Glückwunsch. Ja, okay, gut. Hier sollten wir die Fackel nicht benutzen. Na gut, da ist mein Aiming mal wieder kacke. Aber hey, zumindest habe ich es hingeklatscht. Und jetzt bin ich zu dumm aufs Schwert zu wechseln. Ja, ist auch sehr schön. Und jetzt klappe ich auf das Schild von Banditen ein. Und da ist er tot. Ja, ist ein tolles altes Schild, aber das nehmen wir nicht mit, weil wir keine Schildträger sind. Spoiler. Jetzt gucke ich irgendwas. Ja, anscheinend sind die stärker, Mate. Ja, dann nehmen wir das Dietrich mit und natürlich auch das Geld. Ja, der hat eine schöne Hose, das musst du jetzt nochmal nachgucken. Und der hat ein schönes Schild, ja. Ist so meine Gründlichkeit. Hier ist mal wieder ein grauer Wüstling. Und da, wow. Ich habe übrigens sehr lange nach einer Spitzhacke gesucht. Da war doch gerade eine. Alter, wie dumm war ich denn da bitte? Beziehungsweise wie blind. Hat ja nichts mit Dummheit zu tun. Wobei, so offensichtlich wie die Spitzhacke dort platziert wurde. Doch, ich war blind. Was ich auch immer jetzt nachgucke. Ja, wir haben 4 Dietrichs und eine Fackel. Ach ja, stimmt, ich wollte die Fackel auch ausrüsten, damit das ein bisschen mehr Atmosphäre bringt. Spoiler, später scheiße ich darauf. Ja, ein schönes Buch. Das werde ich bestimmt irgendwann mal lesen. Und jetzt klingelt das Telefon. Ja, das Telefon.
Ich lasse es einfach klingeln. Wisst ihr was? Man hört es sogar. Geil. Ja, ich bin aber auch so scheißegal, denn das hat Priorität. Und ja, ich bin immer noch scheiße im Bogen. Einfach was ich in Minecraft nie gesagt hätte, aber hey. Hier kann ich das sagen, weil es stimmt. Alter, das ist ein hartnäckiger Nufer. Ja, ich muss halt echt mal gucken, wer da angerufen hat. Ne, was haben wir jetzt gerade unser erstes Level Up bekommen? Und ja, den haben wir unsere Fackel durch den Kopf. Kann man mal so machen. Da ist ein Dietrich bei Gold. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Gold. Also, das passt schon. Ja, Stufenanstieg. Ja, ja, tolle Text. Und wir erhöhen nicht die Magika. Aber dafür die Gesundheit. Oh, Mike, werden wir eh nicht leveln, so viel kann ich euch schon mal verraten, denn es ist unnötig. So. Wir wollen definitiv diesen Wert verbessern. So. Jetzt weiter im Business. Hier diese Mine zu raiden. So. Ja, da gehen wir schon durch. Und jetzt schnieken wir, weil. Wir ducken uns. Denn da ist auch noch ein Wachposten. Und wir denken uns so: Ach komm, scheiß drauf, erstmal noch die Pilze mitnehmen. Und dann hauen wir diesen Ork eins aufs Maul. Ja, wunderschön. Und schon wieder die Fackel durch den Kopf. Ja, mei, das ist doch hier nicht mehr feierbar. So, ein bisschen Gold. Den Schlüssel, den ich nicht nehmen wollte, lustigerweise. Ich werde ihn gleich versuchen, nochmal loszuwerden, wie man hier sieht, aber. Ich bin zu dumm, um R zu drücken. Das bin ich übrigens öfters in diesem Let's Play. Ja, man kann keine Schlüssel ablegen. War ich auch nur so ein bisschen getriggert danach, aber hey, was soll's. Jetzt suchen wir hier noch die Säcke ab, ob da was Tolles drin ist. Und ja, dann durchsuchen wir auch schon die Truhe, wo es ein Eisenhelm der Gegenzerstörung gibt. Ein bisschen Gold, ja, ich glaube, da rede ich gerade darüber, dass das der Dovahkiin-Helm ist. Ja, ein Ring der Gegenzerstörung und ein Pilzhelm der Gegenzerstörung. Aber allesamt uninteressant für mich. Also, um zu benutzen. So, jetzt nehmen wir so ein bisschen Kohl mit. Ja, ich habe den einen Kohl vergessen, bin zu dumm, ihn zu nehmen. Und ja, das ist ein Krug. Hoch die Tassen. Und weiter geht's. Ja, die Pilze habe ich schon genommen. Und auch dieses Schloss kann ich nicht auffressen. War ich bestimmt sehr traurig. War dann in tiefster Depression. Und jetzt ziehen wir den ab. Okay, na gut, der hat eventuell einen Stahlkörper, den ich nicht pressen kann. Es ist lässerlich. Wow, okay. Da hat er uns geprankt. Aber wir pranken zurück. Und da ist einer. Und ja, den versuchen wir abzuschießen. Doch, der hat ein nicer Movement. Und wir werden auch gerade von hinten angegriffen. Und ja, hat zwar seinen Zweihänder, aber da macht uns nicht wirklich Schaden und deswegen ist er auch sehr schnell tot. Nimmt sein Gold noch mit und deshalb ist aus Versehen seine Rüstung mitgenommen. Passiert mal jeden. Und ja, wir werden nicht die Oberhand gewinnen, das werden wir ja sehen.
Hat lange angehalten, Leute. Dort den einen Fall mit. Wieso was wir hier so haben. Da ist die Rüstung schmieden. Dieses Buch kann man ja auch mal mitnehmen. Und ja, da unten hält uns hier eigentlich nichts mehr auf, außer noch ein paar Leichen zu looten. Was wir auch gleich machen werden. Auch ein paar Pfeile mitgenommen. Eine gebrauchen kann man immer Pfeil. Also, ja, genau. Mein Deutsch ist auch schon mittlerweile am Arsch. Genauso wie diese Scheißaufnahme. Ja, ne, man kann Deutsch immer gut gebrauchen. Ja! Man kann Pfeile immer gut gebrauchen. Ach ja, stimmt. Auf einmal war die Deutsch nicht mehr da. Ja, war es nur ein bisschen verwirrt. Aber dafür habe ich Mehlsäcke. Mehlsäcke sind toll. Jetzt auch. Auch wenn ich noch nicht mal weiß, was man damit anfangen kann. Jedenfalls, da ist eine Truhe. Ich glaube auch wieder ein kleiner Ruckler. Und ja, die Truhe konnten wir recht schnell aufkriegen. Da ist ein bisschen Gold, Silberring und die Seidenrüstung, die wir nicht mitnehmen werden, weil es einfach zu schwer ist. So, dann wollten wir langsam mal auch hier raus. Denn wir muffen schon so ein bisschen nach dieser Höhle und das ist nie ein gutes Zeichen. Ja. Dauert halt ein bisschen und ja. Da zeige ich euch den wunderbaren Effekt von diesem Knochen-Scheiß-Rex-Ding. Wenn man dagegen rennt, dann macht das Geräusche und ja, das hören dann die NPCs. Deswegen in der nächsten Zeit, wenn wir irgendwie uns heranschleißen wollen, am besten nicht gegen Knochen laufen. Weil diese Knochentürme da. Ja. Der Wolf ist schneller Geschichte als ein Nibis. Wir nehmen dann Leder mit. Wenn Fell mein ist. Und das waren 3. Die Betonung liegt auf Waren. Da ist sogar etwas Tolles noch dabei, der andere. Ich glaube, das war ein Silberring. Hab das jetzt nicht so schnell gesehen. Nehmen noch eine rote Bergblume mit. Und ja, hier sehen wir einen tollen Stein auf der Mimik. Und mein Stiefvater kommt rein. Wahrscheinlich muss ich kurz die Aufnahme wenden. Ist er denn jetzt ein bisschen Ruhe? Nein, hat er nicht. Spoiler. Deswegen, ja, bin ich jetzt wieder hier. Die Wässersteine, die haben wir. Hier haben wir den Kriegerstein. Was er macht, könnt ihr euch selber durchlesen, denke ich mal. Der Magierstein, der macht dasselbe beim Kriegerstein, nur halt für die Magier. Und dann haben wir noch den interessantesten Stein, den Diebestein. Warum der interessant für mich ist? Ganz einfach, weil es ist Markendieb zu sein. Deswegen nehmen wir den auch. Ja, und dann gehen wir Richtung Hütte, sehen nochmal kurz, wie der Stein aussieht, nachdem man das gemacht hat. Sehr, sehr schön. So, eine kleine Tauchstunde. Alles prima. Falls ihr einen kleinen Funfact hören wollt, ich musste mir jetzt Camtasia 8 runterladen und da ich keine deutsche Version mehr gefunden habe, musste ich jetzt eine englische nehmen, aber für mich ist das jetzt kein Problem. Im Gegenteil, es stört mich null. So, jetzt nehmen wir ein paar Kartoffeln mit. Wenn ich es da mal rübergreifen könnte. Schön. Bestimmt bist du das. Ja, da ist ein Krug auf dem Boden. Ich kann den auch nicht mitnehmen. Jetzt hackst du ihr Haus ein, okay. Kann man auch mal machen. So. Ja. Hier sind schon so ein paar Dinge. Ja, eine leere Weinflasche unter anderem. Kann man schon mal bringen. Aber das ist das. Nee.
Andererseits, mein Gott, das interessiert uns nicht, denn das interessiert uns. Diese kleine Luke, welche verschlossen ist. Warum das uns interessiert? Naja, so eine arme, zerbrechliche Frau scheint das nicht so zu sein, ne? Ich meine, ey, geile Alchemie-Zutaten, die wir hier finden. Dann auch ein beschädigtes Buch. Ja, dies, das. Was ist so im Schrank? Ja, nichts Besonderes. Ja, da war noch Menschenfleisch drin, das ist natürlich auch sehr deliziös. Nehmen wir mal ein paar Musikinstrumente mit, kann man ja immer mal gut gebrauchen. Jetzt weiß es auch, woher ich diese Scheiße habe. Nice! Oh, ICME-Labor. Ja, schön. Und da in der Ecke steht, also neben dem ICME-Labor, ist der kleine Verzauberer. Also das Ding da. Das ist sowas wie im Minecraft-Zauber, nur ein bisschen anders. Ich werde da später mal einen kleinen Exkurs machen, weil ich habe das auch schon ehrlich gesagt vergessen, wie das alles funktioniert. Ja, und hier haben wir einen Brief, einen wunderschönen Brief. Helgi, Liebes, warum zögert ihr? Ihr spürt doch die Macht in eurem Blut pulsieren. Ihr müsst nur die Hand ausstrecken und nach ihr greifen. Dach euch los von eurem Jungen und kommt. Lebt mit mir in der Natur. Meine Schwester wird bald hier sein und dann können wir einen richtigen Zirkel bilden. Dann kann auch eure Ausbildung wahrhaftig beginnen. Mein Gott, wie langsam habe ich das vorgelesen. Danke. Ja, Barkoller, ja, den können wir nicht mehr aufheben. Dafür aber ein bisschen kleines Wurzeln. Und ja, dann sollten wir mal die alte Dame zur Rede stellen. Weil geht dann jetzt, dass man hier so einen okkulten Clan aufbaut. Ja, die findet das allein schon nicht gut, dass wir da reingeplatzt sind. Und der möchte uns jetzt töten, schickt auch einen Schutzgeist, aber sind wir mal ehrlich, viel kann sie doch nicht. Wir nehmen die Magierrobe mit. Und ja. Packen Sie noch in Ihr Bett, denn muss ja nicht jeder sehen. Ist auch ein bisschen ekelhaft, so eine halbnackte Frau zu sehen. Da hat sie sich ihren Kopf gestoßen, das soll passieren. Ja, gut, so liege ich auch im Bett. Egal. Jetzt können wir ein bisschen plündern. Denn wer soll uns beim Diebstahl erwischen? Dies mitnehmen, das, jenes. So, ihr wisst ja, wie das läuft. So. Schneebär noch mitnehmen. Und ja, dann sind wir hier auch fertig. Dann können wir zu Flusswald hingehen. Der nächstgelegene Ort hiervon. Und ja, das ist ein schönes kleines Dorf. Und ja, man hat uns ja gesagt, dass man dort auf Hilfe stoßen kann. Da der Schmied irgendwie Familienmitglied ist von den Typen, mit denen wir zusammen abgehauen sind. Und ja, dieses Angebot da, das lassen wir natürlich nicht so stehen. Nein, das nehmen wir mit. Schwimmen noch ein bisschen durch den tollen See. Erhoffen uns noch eine Libelle zu erfangen. Spoiler, hat nicht geklappt. Aber dafür nehmen wir den Nierenbolz mit. Immer wieder schön. So, jetzt gehen wir mal den normalen Weg, denn wir sind da zivilisiert. Eigentlich. Und ja, da sind wir so gut wie da. Ja, was ich jetzt hier zeigen will, keine Ahnung. Hier habt ihr die Karte, da ist Falkenring, da ist Markart, da ist Einsamkeit, da ist Mortal, da ist Sommerstern, da ist Winterfeste, da ist Windhelm.
Das ist meine Lieblingsstadt, by the way. Deswegen, und das zeige ich gerade auch, dass ich da unbedingt so schnell wie es geht hin will. Und ja, ich glaube, das waren auch alle große Städte. Das hier ist jetzt nur so eine kleine Stadt, das sieht man dann sehr wohl. Dass das nur ein Dorf ist. Und ja, da reden es welche, deswegen halte ich meine Fresse. Wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Das ist nett, das ist nett. So. Was auch immer da mein Stiefvater sich anhört. Keine Ahnung, Leute. Aber ich glaube, dass diese Sprachnotiz, also die das nachkommentieren, so schnell wie es geht machen kann. Ja, da springe ich lieber in irgendwelche Schmiedenanstalten rein. Sigrid, wir haben Besuch. Na gut. Ja, den habt ihr. Ich setze es einfach mal hin. Hi. Geil, Teller. Also Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Wisst, dass General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden den Helden aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gott, lasst ihn zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardwar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Ja, das ist nett. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, klingt nach einer Hand fest die andere. Ja. Das nehmen wir gerne an uns, ja. Kann man ja immer gut gebrauchen. Ja, die Tunika mit Gürtel jetzt nicht so unbedingt, aber hey. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Das stimmt allerdings, hier gibt es ja keine Wester. Ja. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Frage ich wahrscheinlich. Ja. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jahr. Okay, was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Auf welcher Seite des Krieges wird er unterstützen? Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Okay. Natürlich. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie schön Wetterfreunde. Das ist eine gesunde Einstellung, denke ich. Vergaß, ihr seid ja neu in Himmelsrat. Ja, Elise, sollte ich wohl sagen. Aber auch
nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken sollte. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Das will man natürlich nicht. Darf ich eure Schmiede benutzen? Wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Okay, was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Das wollte ich bestimmt nicht sagen. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Oh, fucking hell. Man merkt auch noch, dass er Probleme hatte mit dem Menü, aber... Alter. Ich halte einfach ab. Wattenhund. Aber er war jetzt gerade so schön im Flow. Was auch immer ihr benötigt. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor allen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Und was denkt ihr über den König? Krieg? Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbieten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Okay, warum dürfen die Timer die Anbeter von Talos verhaften? Den großen Krieg beendet, wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrei. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Das stimmt allerdings. Denke ich mal. Und nun gut. Jupp, das wollte ich gerade auch sagen. Ja. Ihr seht aus, als hallo, ihr auf Typ. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Na schön. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich habe einen Drachenhelm gesehen. Wirklich? Vielleicht doch nicht verrückt. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Das hatte ich früher oder später vor. Jon Ferendal mögt dieselbe Frau. Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Ja, ohne dass zwei Menschen Zeit miteinander verbringen, erblüht nie zarte Liebesgefühle. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Ordner gehört. Vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendahl sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendahl. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Na, wenn du meinst. Ja. Okay, freut mich anscheinend auch nach Vorräten, oder? Ich bin mir unentschlossen. Oh mein Gott. Der Kommissar hat nicht ganz an den Arbeiten. Boah, ich glaube, ich erkläre gerade, was machen wollte. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf.
Okay, danke. Ja, noch den Kohl mitnehmen, da liegt er ja so schön. Und dann ab zum Wandelskontor. Nicht schlimm. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswaldhandelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Was ist denn passiert? Ja, was ist denn passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Das klingt interessant, du. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr diese Diebe holen. Natürlich, das bringt mich nicht zu Glück. Nee, zurück. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, wa? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich. Nee. Okay, von mir aus. Aber deinen Namen habe ich doch vor kurz noch gehört. Sehr interessant. Ich glaube, wir müssen dieser Dame einen Brief schenken. Okay. Was ist denn da überhaupt drin? Liebe Camilla, ich weiß, ich habe euch zu Hause. Ich sitze zu weit weg, so Manns Besuch abgeschaltet, und wenn wir einander auch sehr nahe stehen, so muss ich euch doch bitten, alle Sinnsätze, die ihr für mich empfindet, möget beiseite zu schieben. Ich bin ein Esther Sohn Wahlenfalls, gut, egal, ihr habt das bestimmt schon durchgelesen, ich mir auch recht, es ist egal. Ich habe relativ wenig Bock auf diese fucking nach. Ja, tolles Haus. Achso, natürlich. Ich habe keinen Bock auf diese Nachsynchronisation eigentlich, aber was gemacht werden muss, muss gemacht. Du kannst dich eigentlich mal bewegen. Beweg dich! Du Flatter! Okay, komm, ich komme ein bisschen weiter nach vorne. Wie wär's, wenn du deinen Hintern bewegst? Hallo? Ja, komm hier. Es gibt einfach jetzt schon den Brief von Sven. Und dass er meinte, dass er für Ferendal sein soll. Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Ferendal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Ferendal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Das hat übrigens einen Grund, warum ich hier Ferendal geholfen habe, obwohl ich ihn nicht mal kenne. Ihr werdet ihn schon früh genug sehen. Ich glaube sogar nach dem Part. Nee. Ich habe keine Ahnung, wann ihr es sehen werdet. So, in Eichelparts. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Das. Ja, so kann man das nennen. Ah, jetzt. Wir müssen so langweilig, dass ich auf Stein gehe. Ich glaube, es wird Zeit, den Part zu beenden, Mate. Okay. Zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind.
Ja, gut. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Schaltet das nächste Mal wieder ein, bis zum Öztürk-Zügelgrab gehen. Ciao.